So, wir sind jetzt von der Autobahn abgefahren über Aschaffenburg. Sind wir jetzt auf die Autobahn 66 und jetzt sind wir hier abgefahren in Bad Ob, diesmal etwas früher. Und Ziel ist die Rhön, muss man wissen. Da fahren wir nach Brückenau und von Brückenau dann ans Schwarze Moor in die Rhön. So, das ist Ziel. Okay. Wir sind in der Toskana, also Bad Ob sind wir eigentlich. So, also jetzt geht's nach Burg Jos. Mhm. Jetzt im Josgrund. Mhm. Dann machen wir gleich mal Pause. Schön, schön. Die Sonne scheint. Wenn sie wieder kommt. Ne? Das ist die Hochebene. Wir sind noch, es gibt ja da noch mal länger, wo wir hinfahren. Wir sind auf der Hochrhönstraße. Jetzt sind wir auf dem Weg in die schöne Hütte zum Mittagessen. Sennhütte heißt die. Eine Stumpfladen. Viele Leute so, dass es verschiedene Definitionen gibt. Vom Moor, das ist jedenfalls eins da. Geht's weiter mit dem Moor. Guck mal, da läuft ja richtig schönes Wasser. Ohne dass es regnet. Gut. Eine Quelle gibt es auch nicht. Ne? Und schon nicht. Von daheim aus was machen, weil das ist dann. Das ist ja wirklich interessant. Ja? Eine ganz interessante Vegetation. Jetzt hörst du auch den freien Blick. Da langsam wird es frei. Ist das da hinten sind wir hergekommen. Ja, hier rum. Das ist der Rückweg. Und da hinten ist der Hinweg. Dort im Moor. Hochrhönstraße, da waren wir unterwegs. Das war wirklich mal was, eine ganz andere Charakteristik, so in die Welt zu schauen. Da ist er doch, guck. Immer so interessant, wenn man mal in so ein Ding reinzoomt. Hier rein, da in die Pfütze. Und das ist die Sternwarte da oben. Das wird es sein, ja. Und der da hängt in der Luft. Sehe ich, ob ich den da finde. Ist da jemand drin? Das
Das sieht nicht so gefährlich aus, oder? Irgendwie relativ nah über bodennah. Hier. Und es ist kein Baum mit der Nähe, ist eigentlich gut. Ne? Jetzt gucken wir mal runter. Das ist die Wasserkuppe hier, wo wir jetzt sind. Das zischt dann da oben immer so und rauscht. Ja, wollen wir da noch Nuff oder wie? Das ist schon ein Pfad, oder? Decke ich mal das Mikrofon. So. Oder? Ja, muss mich kurz zumachen. Oder man lässt es rauschen, was hältst du davon? Ein Naturgeräusch. Decke ab. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob man was hört. Gut. Ob man was sieht. Hauptsache man sieht was. So. Oder? So gut wird hier, du hast nicht gedacht. Wirklich nicht. Ich finde das irre. Irre. Oder? Ja, das ist eine Ahnung, wo wir waren. Da drüben, ne? Irgendwo. Ja. Das ist schon hier. Das könnte sogar schon der Taunus sein auf der anderen Seite. Meinst du? Du kannst hier schon recht weit gucken. So weit von hier aus. Also ich finde das irre, wie das aussieht. Was sind das für Hügel? Was sind das für Formationen hier? In der Lausitz gibt es auch immer so Kegel. Achso. Das ist doch blöd. Ach so, das weißt du. Ja, die sind. Ja, das sieht doch auch so aus. Ach so ist das? Na gut, da steht ja da. Da unten sieht man das Gestein aus der Basaltfamilie, Ablagerung und Muschelkalk, Buntsandstein. Kenn ich, was das da ist. Die kenne ich nicht, die Tracht. Da oben, das sind die Hügel da, guck. Phonolite und Trachyte, das ist schon die. Ich auch noch nicht, was alles gibt. Ne? Fantastisch. Ei Mann, hey. Das sind die kleinen Hügelchen da oben drauf, ne? Ja. Wenn du hier die Bilder siehst. Ja. Immer das, was noch so ein bisschen dunkel ist, oben drauf. Da war doch auch. Dieses Fliegerdenkmal. 920 Meter. Du hast was gesagt von 983. Ne? Ja, aber das Fliegerdenkmal ist ja da unten. Ja, eben, genau. Ja, das sind nur knapp. Das ist schön. Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass wir so hoch sind in Hessen. Das Fliegerdenkmal. Ja, irre. Sehr schön. Also ich finde das schon irre. Ja,
Ist doch gut. Nee, ist nix, ne? Ja, das sind sie ja alle. Ja klar, gibt's auf die Ohren hier. Jetzt mal finden wir da jetzt. Da, Achtung, Achtung. Oh. Das nennen die ein bisschen Hopfen. Das ist auf am Hang Hopfen oder so. Und jetzt, ach so, guck, ist er jetzt gelandet? Der hebt jetzt ab, der hebt ab. Ne, er kommt wieder. Oder will er vielleicht da wieder zurück? Ne? Das weiß man nicht. Will der oder will er nicht? Wow, jetzt geht er dann über in die Bäume. Nichts gut. Ach, der konnte es lenken hier. Das ist, nee, ich weiß. Der Preis lässt. Dann muss er runterfahren. Nee, der nicht. Von der CDU. Ja. Ja doch, der war fit. Lauter Verspielsachen, lauter Windmesser und Wassermesser und Klimamesser. Ja, so wird es sein. Ist ja irre, oder? Ist auf die Sonne gerade weggegangen da drüben. Oder oben ist sie noch. Zweier, da könnte man so zwei drin sitzen in so einem Sinn. Da ging der hoch im Kreis. Ich weiß auch nicht, wie schnell das war, Vogelsberg. Nee, der Autor bleibt geheim. Nass, da muss er entspringen, die Fulda. Die Fulda-Quelle, Auslauf der Wasserkuppe. Na gut. Wasserkuppe, Fulda-Quelle. Ach so läuft das zusammen. Und da gibt es ja drüber anscheinend auch noch eine. Nord und Süd, siehst du? Quelle, da ist die Quelle. Aber ich muss sagen, das ist schon ganz schön ordentlich, was da rauskommt, oder? Findest du? Ja. Da bist du zufrieden? Ja. Na, das ist gut. Dann bin ich auch zufrieden, wenn das so ist. Ja, das ist die Fulda. So ist es. Jeder fängt mal klein an. So wie der 12-Röhrenbrunnen für unser Mümmling. Ups, in Berfelden. Und das ist jetzt die Wasserkuppe. Ja, siehst du, da plätschert schon richtig. So. Das ist also Fulda. Da drüben läuft noch was raus, ne? Läuft noch was dazu. Kommt alles aus der Wasserkuppe. Sehr schön.